Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir ein Gürteltier schnitzen. Ein Gürteltier kommt bekanntlicherweise aus dem Zoo bei uns in Deutschland oder in Europa nicht vor in der freien Natur, sondern eher Südamerika, Mittelamerika und auch im Südosten von Nordamerika, Florida zum Beispiel, da habe ich auch schon welche gesehen. Und die Gürteltiere, die haben so einen Hautpanzer, so einen Schuppenpanzer, die haben da verschiedene Fressfeinde, der Puma gehört zum Beispiel dazu. Und da haben die eine unglaublich schlaue Strategie. Wenn die von dem Puma gefressen werden wollen, dann rollen sie sich zusammen und der Panzer, der schließt so ab, dass die Raubtiere keine Chance haben, das Gürteltier zu verspeisen. Ja, interessantes Tierchen, oder? Und das schnitzen wir heute. Ja, was brauchen wir dazu? Outdoor-Messer, Taschenmesser oder ein Multitool, wie in dem Fall das Leisemann Signal. Ja, und einen Stift. Und schon können wir loslegen. Ich versuche heute, dass wir das Gürteltier aus einem Stück Astholz schnitzen. Ich fange schon mal an. Als erstes kommt einmal das Kettviertel. Und dann zeichnen wir das Ganze auf. Zum Schluss, und das ist auch wichtig, da werden wir dann das Schwanzel schnitzen. Warum? Weil das abbrechen kann. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der tut das Schwanzel von unserem Gürteltier aus einem einzelnen Ast oder aus so einem Span dann im Endeffekt erst mit dazu. Das geht natürlich auch. So, jetzt fange ich schon mal an, ihr seht selber. Ich könnte schon sagen, hier ist der Panzer und hier setzt das Käpfel. Also das wird schon. Gut, Druck drauf und ich zeige euch auch gleich, worauf es mir jetzt da ankommt. Schaut mal her, seht ihr, hier haben wir das Ganze so abgerundet, dass das fließend ineinander übergeht, wie beim Gürteltier. So, jetzt eine ganz wichtige Lektion, Werkzeug, das würde ich brauchen. In dem Fall das Messer, rein ins Futteral oder, wenn es aufgeklappt ist, dann zuschnappen lassen. So, warum? Ja, wenn man nicht aufpasst und man schaut hin und man schaut nicht hin und redet so und greift plötzlich statt hier in diesen Stift, in das Messer rein. Au, 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 au. Das kann wehtun, meine Lieben. Deshalb Messer, Werkzeug grundsätzlich oder auch in dem Fall so eine Säge, sei es jetzt von einem Multitool, wie von dem Leisemann Signal oder von einem Taschenmesser. Auch da, wenn nicht hinschauen, greif rein. Das kann wehtun. Also immer, was wir brauchen, zusammen. Ja, und jetzt als nächster Punkt zeichnen wir uns mal das Gürteltier auf. Das hat so ein Spitzkäpferl. Dann da so kleine Ohrwascherl. Und hier geht es dann über in den Körper. So, dann hat natürlich auch so ein Gürteltier vier Füße. Die kommen da unten hin. So, und da hinten machen wir dann die Schwanzel und das hängt immer so ein bisschen Richtung Boden. Und so, ja, so soll unser Gürteltier dann ausschauen. Eigentlich ganz einfach. Und jetzt legen wir mal schön los. Ich habe das Ganze jetzt aufgezeichnet. Und das empfehle ich immer aufzeichnen. Habt ihr das gesehen? Mir ist jetzt in meine große Goschen so ein Stück Holz eingeflogen. Also so weit sind wir schon. Aufzeichnen ist immer wichtig. Wenn ihr nicht falsch Stoss heißt und ein mittelalterliches Genie in Sachen Schnitzen seid, dann ist wirklich wichtig, macht solche Skizze, bevor ihr mit dem Schnippen anfangt. Warum? Ja, ihr habt einfach Orientierung. Also, das ist wirklich wichtig, dass ihr immer aufzeichnet, was ihr schnitzen wollt. Dann geht das Ganze hundertprozentig besser. So, jetzt schaut schon mal hin. Wir kommen jetzt dem Kopf von unserem Gürteltier schon deutlich näher. Seht ihr, es nimmt immer mehr Gestalt an. So, jetzt, da können wir schon mal etwas gröber arbeiten. Weg damit, was wir nicht brauchen. Das hört sich ja fast an, das Geräusch wie ein Gürteltier, wenn es futtert, gell? Jetzt schaut es mal her. Langsam, aber sicher wird unser Gürteltier. So, und jetzt hier bei den Ohren ansetzen. Da ist wichtig, dass ich da wirklich abspanne. Seht ihr, das Span für einzelnen Span arbeite ich da raus. Dann einmal so ein Gegenschnitt und weg sind die Späne. Das mache ich jetzt schon mal vorbereitend, damit ich hier mir die Ohrwaschel, die Ohren vom Gürteltier rausarbeiten kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich
Da seht ihr auch die Schnauze, das Gesicht natürlich langsam schon ausarbeiten. Das ist alles nur zu spitz. Da ist es mir wichtig, wenn ihr ein Foto vom Gürteltier habt und da manchmal drauf schaut, auch selber erwischt, gleich wieder zusammenklappen. Und das entsprechend, wir wollen ja versuchen. So, jetzt schaut es mir her. Ich bin jetzt schon in den Details von unserem Gürteltier. Also, ihr seht selber, ich habe jetzt dazwischen die Ohren in seinem Kerbschnitt. Immer vorsichtig. Erst einmal Span für Span mich davor gearbeitet und dann hier wieder ausgekratzt, damit man langsam aber sicher die Ohren vom Gürteltier erkennen kann. Ihr seht schon selber auch dieser markante dünne Kopf, wobei mir der da nach hinten noch zu dick ist. Das heißt, da muss ich noch was wegnehmen. Und da ist wirklich immer wichtig, schaut euch die Anatomie, den Körperbau von so einem Gürteltier an. Das sieht man bei uns jeden Tag, ich gebe es zu. Außer vielleicht die Klimaerwärmung macht so weiter wie bisher. Dann haben wir vielleicht ein paar Gürteltiere im Garten, keine Ahnung. Aber bis es soweit ist, muss ich mich da, jetzt wird schon ein bisschen besser, seht ihr? Muss ich mich da an die Fotos orientieren. Und schaut mal her, schon sieht das Ganze plötzlich ganz, ganz anders aus, wenn der Kopf von dem Gürteltier deutlich schmäler ist. So, ganz ehrlich, am Kopf, oder? Bis jetzt auf der Runden diese Halsansätze, da werde ich jetzt nicht mehr viel machen. Dann tue ich nur noch verschlimmbessern. Ich versuche jetzt hier nur diese Übergänge vom Panzer zum Kopf nur etwas harmonischer zu gestalten, dass es ein bisschen abrupter ist. Aber dann schaut das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Ich wechsle jetzt wieder auf die kleine Klinge. So. Und ihr seht schon selber, das wird schon ganz gut. Hier muss ich ausnahmsweise in meine Körperrichtung schnitzen. Ist aber nicht schlimm. Hier habe ich ja den Kopf und Gürteltier, das im Endeffekt ein guter Schutz für meinen Daumen ist. Aber ihr seht selber, es nimmt immer mehr Gestaltern. So, hier habe ich jetzt schon ein bisschen die Beine herausgearbeitet und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder machen wir hier so einen Kerbschnitt. Ihr seht es, immer von der einen Seite, von der anderen Seite, von der einen Seite und von der anderen Seite. Das ist natürlich ein mühsames Geschäft. So, da gibt es die andere Möglichkeit. Wir arbeiten mit dem Stechdorn. Der Stechdorn, die Aale, den habt ihr auch an einem hochwertigen Taschenmesser. Dann könnt ihr schon ein bisschen so das Ganze rausarbeiten. Oder wer die schnellere Methode wählen will, der nimmt vom Taschenmesser oder vom Multitool die Säge. So. Und tut damit vorsichtig da reinsägen. Und ihr seht schon, wir haben das, was wir brauchen. Wichtig ist auch, das habe ich auch gesehen, die Füße, die Füßchen vom Gürteltier, die kommen ordentlich hinterm Kopf versetzt erst. Also nicht gleich direkt da am Kopf, sondern wirklich erst nach hinten versetzt. Und jetzt seht ihr selber, da zeigt sich auch die Qualität von eurer Säge, wie gut oder wie schlecht ihr damit durchkommt. In unserem Fall geht das Ganze wirklich gut. So, und schaut her, schon haben wir im Endeffekt die Füße vom Gürteltier aufgeteilt. Jetzt nehme ich wieder die kleinen Klingen. Ihr habt gesehen, das ist ein völliger Automatismus, wenn ich dann hier die Säge einklappe und hinlege. Es kann nichts passieren. Das Werkzeug ist gut verräumt. So, und jetzt versuche ich hier mal ein bisschen die Füße auszuarbeiten. Da ist auch wichtig, wirklich Span für Span vorzugehen, nichts erzwingen, das ist wirklich wichtig. Nicht sagen, ich muss jetzt alles gleich fix und fertig haben, das bringt nichts bis wenig, sondern wirklich in Ruhe, Span für Span, hier die Füße vom Gürteltier ausarbeiten. Und auch jetzt schon wieder alle Übergänge vom Panzer zum Kopf, dass die im Endeffekt da fließend sind. Deswegen ist wichtig, das sage ich auch immer wieder bei meinen Schnitzkursen, nehmt immer wieder das Schnitzobjekt in die Hand, lasst es immer wieder durch die Hand gleiten, schaut es immer wieder von verschiedenen Perspektiven an und dann wird es. Also hier der Bauch, ja, jetzt gürtelt hier nicht keinen eckigen Bauch, keine Diskussion, wir flachen das Ganze entsprechend ab und schon wirkt das Ganze viel lebendiger und natürlicher.
Wie weit wir schon sind mit unserem Gürteltier. Die Beine sind ausgearbeitet, der Kopf, die Ohren, den Panzer, den lasse ich bewusst so, wie das Ganze ist. Aber jetzt, ganz zum Schluss kommt der Schwanz. Und da müssen wir jetzt ordentlich erstmal was wegschnitzen. Da geht kein Weg dran vorbei. Da braucht es jetzt richtig viel Kraft und Zeit. Da dürft ihr jetzt mal grob arbeiten, bis wir den Schwanz hier freigeschnitzt haben. Ihr seht schon selber, wie weit wir jetzt hier gekommen sind. Hier ist jetzt der Schwanz noch ziemlich breit natürlich. Der schaut eher aus wie der von Fuchs. Den müssen wir natürlich noch deutlich abflachen und schmäler machen. Und das kriegen wir jetzt hin. Aber da müssen wir uns Zeit lassen dazu. Das ist wirklich wichtig. Zeit lassen, nicht dass da was kaputt geht. Ja, meine Lieben, ihr seht, ich bin fast schon fertig. Der Schwanzel ist ganz geblieben. Da müsst ihr schauen, dass das von der Relation her zu dem passt, wie es in Wirklichkeit ausschaut. So, und ihr seht hier, wenn ich zum Beispiel eine richtig dicke Kerne, die tun wir jetzt mit Schleifpapier ausarbeiten. Ja? Die tun wir da raus schleifen, immer wieder auch in Hand nehmen und schleifen, wenn ihr das wirklich sehr genau macht, das kann fast so lange dauern, das Schnitzen, aber ist nicht so schlimm. Ihr beginnt immer mit einem groben Schleifpapier, das hat eine zweistellige Nummer, und steigert euch dann zu feineren. Je höher die dreistellige Nummer, umso feiner ist das Schleifpapier. So, und das Schleifnetz ist das Ganze. Wer will, kann sein Gürteltier natürlich anmalen. Bei mir, ich bin Minimalist, kriegt bloß ein Auge und eine Nase. Wer möchte, der bietet sich das Gürteltier natürlich auch dazu an. Der kann auch noch in den Panzer hier verschiedene Muster oder was reinschneiden mit dem Messer oder mit der Säge oder mit der Alle. Also ganz wie ihr wollt. Ja, meine Lieben, wieder eine tolle Schnitzarbeit, die wir da hingelegt haben. Weitere tolle Schnitzideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Schritt für Schritt erklärt oder ihr abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut immer wieder rein und dann lernt ihr solche tollen Sachen wie unser Gürteltier heute. Und ich freue mich, wenn wir uns draußen sehen, und zwar nicht vor dem Computer, sondern draußen. Und ihr seid beim Wandern, sucht mit den Kindern Bastelmaterial oder macht ein Schnitzelhaut. Macht es gut bis dahin. Pfiat, servus.